Ja! Hallo und herzlich willkommen zur Abstimmung über das Tor des Jahres 2021. Tor Nummer 1, Robin Garnier im Heimspiel gegen Mülheim-Kärlich. Die Flanke konnte noch abgewehrt werden, aber gegen diesen satten Schuss aus der zweiten Reihe konnte man nichts mehr tun. Der Ball schlug ein und dann ging es ab zum Feiern auf die Gegengerade. Tor Nummer 2, Sven König im Auswärtsspiel beim FSV Salmrohr. Fehlende Linien, Löcher in Tornetzen, alles kein Problem. Sven König läuft und läuft und läuft und läuft und trennt sich erst dann vom Ball, wenn er im Netz liegt. Tor Nummer 3, Dominik Kinscher im Heimspiel gegen Eisbachtal. Erstes Saisonspiel, letzte Spielminute. Was für ein Freistoßhammer, was für eine riesengroße Erleichterung, erfolgreich in die Saison zu starten. Tor Nummer 4. Der King kann es auch in Engers. Dieses Mal geht der Freistoß mit Gefühl genau links oben in den Winkel rein. Tor Nummer 5. Henk van Schaik im Auswärtsspiel in Karbach. Letzte Spielsekunde und dann geht dieser Ball hinein. Der Rest ist pure Ekstase und alle Dämme brechen. Und hier seht ihr noch einmal eine Übersicht über alle Kandidaten zum Tor des Jahres. Schreibt unten in die Kommentare, welches Tor euer Favorit ist. Die Abstimmung endet am 30.12.2021. Wir hätten uns gerne im Dezember im Moselstadion von euch in die Winterpause verabschiedet. Da das nicht geklappt hat, wünschen wir von SVE TV euch auf diesem Wege eine schöne Weihnachtszeit. Feiert nicht zu doll. Wir wollen nächstes Jahr noch was Großes gemeinsam feiern. Danke fürs Zuschauen und bleibt gesund.